Buongiorno. Warum fange ich meine Videos eigentlich immer so wild an irgendwie? What the heck? Nee, okay. So, hallöchen, lieber, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist leider wieder soweit. Am 20. Juni gehen die nächsten Pferde in den Ruhestand. Und ich werde mir jetzt noch die paar kaufen, die ich unbedingt haben möchte. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte diese Viecher fast verpasst. Also ich hätte es fast verpasst, die zu kaufen. Was heißt fast verpasst? Aber ich dachte, ich hätte irgendwie noch eine Woche oder zwei Wochen Zeit. Es ist der 15.06. gerade. Ich dachte ursprünglich, dass die irgendwie erst so Ende Juni gehen. Mit dem letzten Update im Juni oder ersten im Juli. Aber sie gehen schon früher und deshalb muss ich mir jetzt noch die Pferde kaufen. Es sind die KWPNs und die, ich glaube, die dänischen Warmblüter sind es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die dänischen Warmblüter. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. So. Ja, die KWPNs. Ich glaube, ich kaufe mir den hier nicht, weil mir gefällt der nicht so besonders gut. Aber die beiden hier finde ich schon extremely cute. Deshalb werden die beiden auf jeden Fall einziehen. Sie erinnern mich sehr an Anfangspferde. Deshalb werde ich diese beiden Pferde tatsächlich mal... Da werde ich jetzt mal die Jorvik-Namen zuerst aussuchen. Denn ich habe zwei YouTuber. Eine, das ist meine absolute Lieblings-YouTuberin aktuell, was Star Stable angeht. Und die andere hat mich sehr, sehr, sehr an Star Stable rangeführt. Und ich werde diese beiden Pferde, weil es sehr gut passt, weil das Pferd ist nämlich... Also beide Pferde sehen einfach aus wie die Anfangspferde von den beiden. Deshalb werde ich die beiden Pferde nach den Anfangswerten von den beiden YouTuberinnen benennen. So, und zwar, ich denke, ganz, ganz viele können sich das jetzt schon denken, wenn sie gleich den Namen sehen, nach welcher YouTuberin das benannt ist. ich benenne dieses KWPN Morningstar nach dem Anfangspferd von Kadi. Kadi hat früher komplett auf Sepp, also auf dem Kanal von der jetzt Fabi gehört. Sie hat damals komplett, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist wirklich halb Star Stable YouTube Deutschland zum Spielen gebracht mit ihrer Let's Play-Reihe. Und ja, ich habe auch sehr, sehr gerne ihre Let's Plays geschaut. Und deshalb werde ich jetzt dieses Pferd Morningstar benennen. Jetzt schon irgendwie sweet, ne? Ich bin schon ein bisschen traurig, dass sie jetzt alle gehen, aber das ist auch umso mehr ein Grund, die zu kaufen noch. So, und das hier ist das zweite Pferd, was ich mir kaufen werde. Und den hier, den werden jetzt nicht so viele kennen. Meine absolute Lieblings-YouTuberin, Star Stable Wise, aktuell ist Just Another Pixel, ist sie schon seit mehreren Jahren. Und ich wirklich liebe ihren Kanal einfach. Ich finde das so toll, was sie macht. Und deshalb werde ich ihr Anfangspferd jetzt kaufen. Und ich werde ihn Autumn Whisper nennen. Ich glaube, ihr Anfangspferd heißt Autumno. Oder so, es ist Herbst auf Italienisch, das weiß ich. Ich weiß noch nicht, wie man es ausspricht. Ja, deshalb Autumn Whisper. Sehr, sehr hübsch. So. Und ja, das ist das letzte Pferd. Ich glaube, das werde ich mir aber tatsächlich nicht kaufen. Und hier, ich muss ehrlich sagen, also ihn hier hatte ich schon. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Keine Ahnung. Ich weiß, dass er Khan hieß und ich dachte eigentlich, ich hätte ihn noch. Aber scheinbar habe ich ihn nicht mehr. Ich hatte ihn irgendwann mal gekauft. Sogar für relativ teuer. Ich glaube, das waren damals noch 690 Starcoins oder so, die es gekostet hat. Auf jeden Fall, ich werde mir dieses Pferd nicht kaufen. Einfach,
weil es damals schon absoluter Pain war, es zu leveln und ich es jetzt nicht nochmal machen werde. Und auch dieses Pferd werde ich mir nicht kaufen, einfach weil mir das zu shiny ist und ich mag das irgendwie nicht so. Ich glaube, die Leute, die mein Wunschlisten-Video gesehen haben, die wissen, denke ich, auch, dass ich mir dieses Pferd eigentlich eh schon kaufen wollte. Und ich glaube, ich nehme sogar die Mähne. Wobei, I don't know, aber die Zöpfchen sehen auf jeden Fall nicht so toll aus. Ich mag halt da die Mähne nicht, aber den Schweif. Ja, ich nehme jetzt einfach das hier. Das kann man ja immer noch ändern. Jetzt ist die Frage, wie benenne ich das? Da wir jetzt schon mal im Theme von den alten YouTuberinnen sind. Nicht Nick, Big. Ich möchte Big. Big. Das ist der Name von dem Anfangspferd von der YouTuberin, die mich auf Star Stable gebracht hat. Weil sie hat nicht alles komplett Let's Played, also die komplette Story. Aber sie hat bis zu Level 13 hat sie gemacht. Ich habe ihr Let's Play einfach geliebt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ihr Anfangspferd aussah. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Apfelschimmel war. Ja, auf jeden Fall hieß ihr Anfangspferd Big Beam. Props an jeden, der jetzt weiß, von welcher YouTuberin das ist. Weil die ist wirklich Oldie but Goldie, ne? Also, aber ich dachte, das passt jetzt einfach ganz gut in das Theme rein. Und ja, deshalb Big Beam. Es ist voll krass, wie lange ich dieses Pferd eigentlich schon kaufen wollte und es nie gemacht habe. Jetzt habe ich so viele braune Pferde gekauft. Ich möchte mir jetzt mal ganz kurz nochmal angucken, was jetzt alles schon noch dasteht. Okay. Sind das jetzt echt nur noch die englischen Vollblüter? Wow. Vielleicht habe ich auch die englischen Vollblüter. Ich wusste, dass es die gleiche Farbe ist. Ich wusste es. Guckt mal. Also den hier besitze ich eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt gerade ja dieses dänische Warmblut gekauft und es sieht genauso aus. Bis auf die Mähne, die ist anders. Aber wisst ihr, was ich meine? Aber das ist das einzige englische Vollblut, was ich noch kaufen will. Und das hier sieht auch verdächtig nach diesem dänischen Warmblut aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier hatte. Also, ich glaube auch, das war ein englisches Vollblut, weil ich hatte nie ein dänisches Warmblut. Egal. Ich glaube, das ist wirklich die letzte Rasse von Gen 1.5. Danach werden wieder Generation 1 Pferde rausgenommen and I'm not ready for these. Okay, wir gucken uns jetzt aber mal die Pferde an, die ich gekauft habe. Und ich muss jetzt ja ganz kurz mal gucken, ob ich dieses englische Vollblut gekauft habe. Weil wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass ich dieses eine, das genauso aussieht wie das Pferd, das ich jetzt gekauft habe, auch gekauft habe, dann bin ich etwas dämlich. Nee, habe ich nämlich nicht. Hätte ich nämlich gewusst, wenn ich das gehabt hätte. So. Also, wir haben Morningstar. Dann haben wir Autumn Whisper. Und wir haben Big Beam. Wow. Okay, ich schnapp mir jetzt einfach mal einen von den dreien. Und ich glaube, die können nicht die neuen. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich mache jetzt einfach mal so ein ganz, ganz altes Outfit. Was ich früher auch immer getragen habe drauf. You're gonna hate me. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich ziemlich viel so komplett schwarzen Reiter hatte. So, das ist so ein Outfit. Habe ich noch Schleifchen? Nee, ich glaube, damals hatte ich noch keine grünen Schleifchen. Das ist so ein Outfit. So bin ich damals rumgerannt. Gibt mir sehr, sehr Oldschool-Vibes, to be honest. Und nächste Woche kommen die neuen Charaktere. Krass, ey. Die Zeit verging halt jetzt auch echt voll schnell. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls dem so war, dürft ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr sehr gerne auch kostenlos abonnieren. Das freut mich nämlich sehr, sehr dolle. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder Video wieder. Bis dahin. Tschüss!